Ja, das wäre scheiße, das ist dann der nächste Level. Nennen wir dann Spritzschiss. Nehmen wir schon auf? Ja. Okay. Willst du nicht noch eine Ansage machen? Du musst eine Ansage machen, du spielst Ach, jetzt. nennen Sie mich doch am Arscher. Ich werde mich jetzt hier irgendwie entspannen und furzen. Lisbeth. Jotalo auf dem Kanal, so neu auf live hier zu sehen. Der wunderbare Stuhl, der auch von Star Wars sein könnte. Der Kommandostuhl von einem, wie heißt denn nochmal, Sternzerstörer. Die Tür geht auf! Wir gehen nach Haus. Was ist das denn hier? Ich habe, das hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Wieso ist das eine Fackel? Weil du keine Pumpgun mehr hast. Du hast die Waffen abgegeben. Also ich habe die Waffen abgegeben. Ha, ich bin der Drake. Hallo Trey, schön, dass du da bist. Okay, also lass uns mal eine Strategie entwickeln. Ja, wir schleichen uns jetzt einfach mal so durch die Gegend und Also gucken, was da EMP passiert. funktioniert nicht, Elektroschocker funktioniert nicht. Wie sieht's mit Molotows aus? Ja, nützt ja nichts, weil die Dinger können ja ruhig brennen, das macht ja nichts. Ja, aber sie gehen dann ja kaputt. Naja, aber das dauert immer ein bisschen zu lange. Naja, gut, okay, wir können das ja schon mal vorwählen. Das irritiert mich jetzt. Mich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Wie kann ich das wegstecken? Einfach was anderes auswählen. Hahaha. Ist so. Ja, aber das ist doof. Geräuschemacher. Haben wir nicht. Rauchgranate. Aber kann man das nicht irgendwie wegstecken? Das hatten wir schon mal das Problem. Mach mal mit dem Steuerkreuz irgendwas rauf oder runter oder Rauf und runter mit dem Steuer. Ne, Hände weg! was? Hände weg von meinem Steuerkreuz. So. Ja, denn los jetzt. Ich warte, ich unterhalte mich. Ist ja auch geil, weil es ist ja halt irgendwie ist null Elektroschocker jetzt. Ne, zwei. Ja, zwei hast du. Den Elektroschocker, den steckt er weg. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Es bringt aber auch nichts, weil meinst du ihn steckt, er steckt die Androiden oder was? Ne, es bringt ja nichts mit dem Elektroschocker. Das haben Genau. wir ja schon rausgekriegt. Genau. So, jetzt muss ich erstmal in den Schleichmodus gehen. Ach, guck an. Also, wir müssen jetzt irgendwas bei den Servern finden. Achso, Links und warte mal. rechts. Ah ja, wusste ich, dass ich hier wieder rein muss. Oh nein. Oh nein. Okay, was sagt denn die Karte? Bisschen Zeit schinden. Ich merke Ich muss das schon. dahin. Und ich muss dahin. Viel überrascht. So, da kann ich vielleicht ausweichen hier auf den Raum. Man sieht ja kein Fahnenkreuz oder so. Das ist doof. Da die helle Dings nehme ich jetzt mal hier. Die helle. So. Ja, hell. So, da könnten wir ausweichen bei dem Gang. Wahrscheinlich, um dann halt irgendwie einem Androiden auszuweichen und dann hier da hochzugehen. Und dann muss ich in diesem Gebiet hier irgendwo was finden. Kein Problem. Das hat aber beim letzten Mal schon so gut schnell und flüssig geklappt. Wo muss ich jetzt hin? Einfach Ist schon geradeaus. richtig. Jetzt alle ruhig, jetzt keiner sagt was. Keiner. Und wenn dann nur ganz einfach. YouTube, halt die Fresse! Gut, dass wir nicht streamen, ey. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie sie gerade wie Otto da so dran tun mit dem Heiligen. Oh Gott. Dieser Horror. Oh Gott, das war nur die Tür. Ich sehe schon wieder Viecher, ey. Wie war das? Welche Taste konntest du mal drücken, damit du so ein bisschen glotzen kannst? Ey, I1. Und dann mit dem linken Stick umgucken. Ja, genau. Sehr gut. Klappt. Es klappt sogar, wenn man nicht in Deckung ist. Sehr witzig. Da hätte ich gerne die Außenperspektive, wie sie da so wie so ein Erdmännchen. Ich mag Erdmännchen. Kennst du Erdmännchen? Die sind ganz witzig. Ja, besonders in der Pfanne. Wenn sie Ja. dann so rumspringen und vor sich hin brennen. Oh Gott. Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Hat Zugang zu den er mich gesehen? Sicherheitsspeichermodulen Noch zu nicht. erhalten. Kannst du da hochklettern? Ich hab keine Ahnung. Da ging gerade irgendwas. Ich will da vorne hin. Ich will da vorne hin. Es ist gesperrt. Ah, hatte ich. Ich muss mal kurz nach Hause gehen. Vielleicht hat er dich doch nicht. Doch, er hat gerade mit mir geredet. Hat er? Ja. Sie reden mit mir. Vielleicht hat er mit mir geredet. Und ich höre nur wieder nicht zu. Entschuldigung, reden Sie etwa mit mir? Du musst mich meinen, es ist sonst niemand hier. Jetzt habe ich gepfiffen mit der Nase, wie unangenehm. Ja, das war wirklich peinlich. Jetzt hat er dich definitiv gesehen.
Meinst du wegen der Musik? Und wegen den roten Augen. Ach so, er ist jetzt in so einem Rage-Modus, ja? Vermutlich. Take your time. Warte mal, wenn er jetzt hier reinkommt, dreh dich mal um. Dann kannst du ja durch den Gang einfach. Das war eine gute Idee. Macht er aber nicht. Ich bin gerade im Panikmodus. Du singst so einen Schrank finden, Alter. Es gibt keinen Schrank. Ich speichere schnell mal ab. Ganz schlecht. Versuch halt die andere Seite. Ist ja egal. Ja. Es müssen ja eh beide gemacht werden, von daher. Was war das jetzt schon wieder? Ach, er. Oh, nö! Er hat halt richtig Bock auf dich, würde ich sagen. Ich glaube auch. Okay. Wieso gehst du ihm jetzt entgegen? Weil wir jetzt ein bisschen spielen. Was hatte ich nochmal am Start? Molotow-Cocktail? Ne, Elektroschocker. Molotow-Cocktail? Molotow-Cocktail. Jetzt bin ich gespannt. Das war dein Plan! Gleich noch eine hinterher. Nein, warten wir erstmal, bis sich die Klamotten von ihm gelöst haben. Sind das die Schritte von ihm? Ich hoffe, die gehen aus, ja. La 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 la. Na? La la la. Na? Hat er keinen Bock mehr? Doch. Ba, ba, da, ba, da, ba. Möchten Sie mehr wissen? Na? Na? Na, der wendelt einfach nur. Wendelt. Hat er gerade gesagt, ich brenne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Aber gut, dass er das auch gemerkt hat. Jetzt müsste ihm eigentlich sein scheiß Gummianzug weggebrannt sein. Wäre das ein gutes Spiel, wäre der Gummianzug weggebrannt und du hättest ihn jetzt rösten können mit einem Dingsbums, mit einem Elektro-Pixar. Ist aber leider kein gutes Spiel. Ist nicht so das beste Spiel. Ist die Tür gerade aufgegangen? Ja. Ja, aber weil du da warst, okay. Okay, ich mach das jetzt, bis der Teil vorbei ist und dann... Ja. Was haben wir noch so am Start? Überleg mal. Eine Rauchgranate hast du noch. Ja. Oder Rauchbombe oder irgendwie sowas. Blendgranate? Ach, die nutzt du ja nichts, ne? Ich glaube, blenden kannst du ihn nicht. Ich würde jetzt einfach durchgehen und gucken, dass du ihn abhängst, oder was? Ja, genau, das würdest du tun. Ja, würde ich. Ah, sag ich ja. Oh, Mann, ey. Er geht ja ganz normal. Solange er nicht rennt, irgendwie müsstest du ihm eigentlich entkommen können. Solange er brennt? Solange er nicht rennt und brennt. Badim, badim, badim. Da ist ein Schrank. Richtig. Könntest du dich drin verstecken? Ja. Dreh sich nach links, ist ja schon einer. Winkt so. Ja, hallo. Auch hier? Na, was geht? Ich bin unentschlossen. Ah, okay. Ich glaube, du musst dich nach hinten lehnen, sonst sieht er dich. Come out, come out, wherever you are. Das ist irgendwie, es stresst mich, dass ich mich jetzt so nach hinten lehnen muss. Wenn du Pech hast, musst du noch die Luft anhalten. Nee, das ist glaube ich nur bei dem Alien, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mich zu selten versteckt. Wie kann mich denn die Luft anhalten? Das wird angezeigt dann, wenn er reinguckt. Ach so. Oh. Aber wenn er reinguckt? Also beim Alien ist es auf jeden Fall so. Wenn das Alien reinguckt, dann wird die angezeigt, hat man die Luft an mit L2 und R2, glaube ich. Kannst du uns auch ignorieren, ist okay. Aber keine Stress mehr. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Oh, sehr gut. Ich weiß. Schwitzt, ich auch, es ist sehr warm. Alter! Er hat dich nicht. Wenn er dich nicht gehört hat, hat er dich auch nicht gesehen. Der hat mich nicht gehört, weil ich habe nicht geschrien. Niemand hat dich gehört. Wie scheiße war das denn? Ich hänge den einen ab nur, damit der andere da ist. Okay, versuch's einfach. Benutz einfach mal irgendwas hier. Okay, scheint nichts zu sein. Nächster. Wenn das alles ist, dann müsstest du das relativ easy machen können. Oha. Kannst du das nicht einfach jetzt im Vorbeigehen machen? Nix. Hä, der interessiert sich gar nicht für dich. Wie frech. Ja echt, bin jetzt auch ein bisschen beleidigt. Toll, lass mal.
und Schrank. Boah, das Headset drückt schon wieder so auf den Kopf. Wie bitte? Wo ist der Vogel denn jetzt? Vorsprung durch Technik. Ich bräuchte mal so ein Radar. Okay. Oh, das sieht doch gut aus. Nee, auch nicht. Das war ja einfach. Den was? Den Domterminal zu? Was ist das jetzt für ein Weg? Ach, da sind wir durchgelaufen, ne? Ja, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Von da sind wir gekommen? Also ursprünglich. Jetzt musst du, glaube ich, wieder... In die andere Richtung. Genau. Ja. Oder? Nee, du kannst auch da lang. Oder nicht? Oder doch? Eigentlich schon, ne? Sieht so aus, als könnte ich irgendwie hier... Aber das Rohr ist ja gesperrt. In dieses Innere müsstest du irgendwie... Durch den Lüftungsschacht, oder? Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Orbitalzugang. Was? Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Dominalzugang Pommes. Apropos Pommes, ich habe immer noch Salz in der Fresse. So, also, wo muss ich jetzt lang? Hier lang oder was? Ich bin mir nicht sicher. Ah, toll. Das ist wie auf die Uhr gucken und danach nochmal nachgucken, wie spät es eigentlich ist. Ich muss echt da lang, ne? Ich glaube auch, würde ich sagen. Und dann rechts rum und dann da irgendwie durch den Lüftungsschacht. Aber der Lüftungsschacht, du hast recht, das Rohr... Aber der war doch gesperrt, da kamen wir doch immer nicht durch. Ja, vielleicht ist es aber jetzt geöffnet, weil du ja irgendwas gemacht hast. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber sonst kommt man da ja nicht hin. Ich kann auch andersrum laufen. Also hier lang. Guck, ich würde erstmal... Ach, warte mal. Ich würde erstmal nachgucken, weil... Ja, ich gucke ja nochmal nach. Weil der Weg halt gerade kürzer ist, ja. Ja, und die Roboter ja auch da sind. Ach, mit denen wirst du fertig, hast du doch gesehen. Hat er mich jetzt... Nein, hat er nicht. Wie bitte? Wer quasselt denn immer dazwischen? Ja, noch ein Stück, da ist er. Ich finde irgendwie geil, dass die Syntheten hier mit so Gummianzügen rumrennen. Das ist irgendwie... Sicher. Oh. Aber hier ist das... Hier, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wenn es leuchtet, ist es gut. Ja, 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 ist offen. Oh, das sieht nicht gut aus. Wenn es so leuchtet... Tschüss, ihr Wichser! Macht's gut, ihr Trottel. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach so, weil Wichser ist nicht so das gute Wort, ne? Nee. Es ist sehr rot hier. Sehr. Wieder mal. Das Röschen öffnet sich. Oh, das ist... Ist das der Kern? Ist das hier der Kern? Darf ich hier Fotos machen? Nein! Warum nicht? Sie gehen genau drauf zu. Und jetzt voll reintreten. Speichern? Ich würde speichern. Aber dabei! Ich merke gerade, wie mir der Döner rauf und runter läuft. Es war ja nicht mal Döner, es war einfach nur dieses Fleisch. Ein Langlaufdöner. Was für ein Döner? Ein Langlaufdöner. Langlaufdöner, oh weia. Das heißt, es dauert noch ein bisschen länger. Ein Sprintdöner wäre schon längst draußen. Du Kacke. Im wahrsten Sinne. Ja, die andere Kacke. Also, praktisch die 90 Grad Kacke. Da wo Kacke, ich muss pupsen. Oh. Oh. Ja, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht! Was willst du mir damit sagen? Dass, wenn du das failst, dass dein Alarm losgeht. Da stand gerade, wir müssen irgendwas senken. Ah, stand da, ja? Ja. Dann senken wir doch mal. Lass uns etwas senken. Wie wär's mit dem Niveau? Pimmel, Pimmel. Aber in dem Lüftungsschacht war noch irgendwas, was du auch hättest ansteuern können oder so. Was? Wie meinst du das? Da stand. Drin? Genau, dieses Ausrufezeichen da drüber. Da stand zwar zu wenig Energie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht geht. Aber wir sind doch da vorbeigelaufen gerade. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Nee, du hast auch noch nichts gemacht. Aber da war was. Warum sollte das denn jetzt gehen dann? Ich muss hier irgendwie erstmal in die Räume rein, oder nicht? Ja, aber kannst du ja nicht. Ja, ich bin ja noch nicht ganz rum hier. Wir sind ja noch nicht fertig. Boom. Voll mit dem Kopf gegen das Schwarze. Und tot. So, ich gehe mal hier rein. Gehen Sie da mal rein. Schalter benutzen. Warum? Genau. Und du? Wieso habe ich das getan? Egal. Es steht da, also machst du es. Genau.
Da, genau, dieses grüne Dings. Vielleicht geht's jetzt. Es blinkt zumindest schon mal. Geringe Energie. Da war aber gerade nichts. Aha. Ich muss irgendwie drücken. So jetzt? Oder muss ich die in einer Linie kriegen oder was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hast du vielleicht deswegen den Schalter gedrückt und das damit quasi angeschaltet, dass da genug Energie drauf war dann? Dann müsste ich ja bei dem anderen Ding auch nochmal drücken. Ist auch noch ein Schalter? Also nein, ach, das ist der. Meinst du nicht? Nein. Na gut. Ich finde, das Spiel ist nicht so gut in Sachen erklären. Vielleicht hören wir auch einfach nicht zu. aber damit muss es rechnen. Lächeln. Du musst lächeln. Ne, ich geh nochmal in das andere Rohr. Ja, da ist auch noch so ein Schalter, guck. Ja. Ich bin sowieso irgendwie. Ich bin ein Freund von Rohren. Echt? Ich mag Rohre, ja. Welche findest du am besten? Die runden. Die runden Rohre, tatsächlich. Ja, ja, ja. Dann findest du das jetzt nicht so gut, oder? Die runden Rohre, die gehen ab. Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Steht da unten. Achso, du musst den links neben diesem Baustein, sag ich mal, stehen, sind diese Punkte. Siehst du das? Kannst du das sehen? Ja. Und entweder du musst Dreieck, also den oberen, der Viereck, den mittleren oder X, ach den so, unteren. Was? Achso, das, was nicht gezeigt wurde, das ist das, was ich drücken muss. Vermutlich. Jetzt wird das gedrückt. Schon wieder. So. Und jetzt bleibt er. So. Hä, aber wieso geht er dann weg? So, dann drücke ich jetzt den nach unten. Nein! Oh, zu früh. Ich kriege diese Folge noch rum. Hacken ist schon echt krass. Also muss man auch mal festhalten. Ja, besonders wenn man dafür eindeutig zu doof ist. Ich hab das aber jetzt mal ernst. Ich weiß nicht. Jetzt im Ernst. Sag da gar nichts zu. Jetzt im Ernst. Ich will da nichts zu sagen. Am Ende heißt es wieder, du hast hier irgendwie. Dabei habe ich gar nicht. Ach ja. Ja, Entschuldigung, ich bin auch schon ein bisschen länger wach. Ich habe die ganze Nacht mit Arcaniac Resident Evil 5 gespielt. Echt, Alter? Eigentlich wollten wir Resi 6 aufnehmen, da hat mein Computer aber rumgesponnen. Hast du wieder nicht geschafft. Ich erzähle jetzt diese spannende Geschichte. Da hat mein Computer rumgesponnen. dann habe ich gesagt, ey komm, bevor wir jetzt hier gar nichts machen und lass den Computer erstmal ein bisschen entspannen, spielen wir halt Resi 5. Was haben wir gemacht? Wir haben es einmal komplett durchgespielt. In einer Session. Und ich glaube, was waren das? 8 Stunden oder so. Alter, es ist so schnell wieder weg, das blöde Ding. Das täuscht mich, weißt du, so. What? Jetzt hat es dir was anderes gegeben. Das hat keinen Sinn, hat er gesagt. Wie geil. Das krieg ich ja nicht hin, gib ihm ein anderes Rätsel. Meinst du echt? Dann ist er aber frustriert. Ja, nee, lass ihn noch ein paar Mal versuchen. Na gut, okay. Ja, jetzt gib ihm ein anderes Rätsel, ist egal. Oder vielleicht hast du es auch geschafft. Ja, vielleicht habe ich es auch geschafft, ne? Und das ist halt nochmal eine neue Lösung, die du jetzt machst. So. Ich hätte mir das Leben leichter. Ich glaube, jetzt kannst du es versuchen. Eine Minute hast du ja auch noch. Ja, das kriege ich schon in den Arsch. Den anderen krieg ich für dich schon ausgelöst. Bitte speicher vorher. Aber natürlich nicht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen meinen Zuschauern bedanken, die mir zuschauen. Denn ich bin ja Digiheld. Und ich habe diese Folge gespielt. Das erste stimmt nicht, das zweite schon. Und es ist gut, dass Ed Ray schon mal die Ansage gemacht hat. Ich sag schon mal tschüss und wir werden jetzt mal ohne doppelten Bogen hier das Ding in den Gang. Oh, scheiße. Ja, dann und danach ist Ed Ray dran. Also freut auf die nächste Folge. Ich bin gespannt. Ich werde da sein. Ich werde einschalten. Ich werde mitfiebern und wahrscheinlich ein wenig schreien. Das sieht machbar aus. Ja, das Gesicht. Ich weiß nur nicht mit... Das Piepsen macht mich gerade ein bisschen nervös. Ja, vor allem ist es voll übertrieben. Du hast genug Zeit. Das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt ist die Spannung ja weg. Tja!
Tschüss. Scheiße. Ja, ich mache hier nicht die Cliffhanger. Tschüss. Oh, jetzt habe ich nochmal aufgedrückt. Entschuldigung. Okay. Ich mache hier nicht die Cliffhanger. Doch.